Entrückung. Und wenn wir doch in die Drangsal hineinkommen, Fragezeichen. Ich möchte heute einen Dialog führen mit Bruder Dr. Roger Libi, der sehr viel veröffentlicht hat, auch im Internet, über das Thema Entrückung. Zunächst einige Vorbemerkungen dazu. Alle Zeit bereit für Entrückung und alle Zeit bereit für Verfolgung, das ist meines Erachtens die angemessene Haltung eines Christen. Jesus Christus sagt ja, dass niemand Tag und Stunde seiner Wiederkunft weiß, außer Gott selber. Matthäus 24, Vers 36. Von daher sollten wir alle Zeit bereit sein für die Entrückung und für die Verfolgung und demütig, was Termine angeht in dieser Frage. Eilig sind wir uns, auch Roger Libi und andere Brüder, die die Vorentrückung vertreten, dass es eine Entrückung gibt, sehe ich natürlich auch genauso. Auch die Geschwister, die Nachentrückung vertreten und auch die Teilentrückung. Es gibt ja ganz verschiedene Vorstellungen, was geschieht, ob das geschieht während der siebenjährigen großen Trübsal oder vorher oder am Ende. Das sind ja die Hauptpositionen oder halt eine Auswahlentrückung. Aber ich möchte heute einen Dialog führen mit der Vorentrückung in Form ihres oder eines ihrer besten Vertreter, eben dem von mir sehr geschätzten Bruder, Theologe, Musiker und Bibellehrer Dr. Roger Libi, mit dem ich ja in vielem übereinstimme. Wir kennen uns auch gut, sind bruderschaftlich verbunden. Es ist ein freundschaftlicher Dialog. Ich habe ihm auch meine Antworten auf seine Thesen geschickt und er möchte auch dazu wieder Stellung nehmen. Hat es aber nicht geschafft bis heute leider. Das dauert noch ein bisschen. Kann sein, ein paar Wochen kriege ich von ihm eine Stellungnahme zu dem, was ich heute vortrage. Aber jetzt möchte ich in diesem Verlauf des Dialogs, den wir führen, euch teilhaben lassen, wie so die Argumente sind für die Vorentrückung, gegen die Vorentrückung und die anderen Entrückungspositionen. Meine Sicht ist sicherlich vielen bekannt. Ich vertrete die Entrückung während der Drangsal, nicht unbedingt in der Mitte, wie immer unterstellt wird, aber eben während. Und das möchte ich auch erklären, warum ich, so schön das wäre, ja, das wünschen wir uns ja alle, so schön das wäre, nicht in der Bibel die Vorentrückung finden kann, so sehr ich suche. Wenn ich die Bibelstellen anschaue, keine einzige spricht wirklich dafür. Ich habe wirklich immer wieder versucht, die Stellen zu verstehen, ob da eine Vorentrückung steht, aber vielleicht verstehe ich es nicht, aber jedenfalls kann ich das nirgends finden, im Unterschied zu anderen Brüdern und Schwestern. Das Problem ist, wenn man die Vorentrückungslehre vertritt, dass die Gefahr besteht, dass der Mensch sich in einer falschen Sicherheit wiegt, was den Antichristen und das Mahlzeichen und die ganzen Endzeitgerichte angeht, dann hat man ja die Meinung, das alles betrifft uns nicht mehr. Wir sind ja vorher entrückt. Also wir müssen keine Angst haben, uns irgendein Mahlzeichen aufprägen zu lassen. Das ist ja erst, wenn der Antichrist da ist, und da sind wir vorher entrückt. Und deshalb ist eigentlich die Notwendigkeit in mir entstanden, dass ich mich gedrängt sehe, vom Heiligen Geist Stellung dazu zu nehmen, zu dieser Vorentrückungslehre, um uns vor einer falschen Sicherheit zu bewahren. Wie gesagt, in aller Freundschaftlichkeit und bruderschaftlichen Verbundenheit und vielen anderen Fragen, auch mit dem lieben Roger. Wir sind ja auch schon öfter zusammen aufgetreten bei Kongressen des Mitternachtsrufs in früheren Jahren und so. Manche erinnern sich vielleicht. Aber auch gerade im Mitternachtsruf wird natürlich sehr stark die Vorentrückung vertreten. Aber ja, jetzt will ich zu den Argumenten kommen. Und ich habe ein Papier ausgeteilt. Auch dies auf der CD hören. Ich versuche das Papier mit auf die CD dann zu machen und auch im Internet dann unter den Vortrag zu stellen, wenn der da mal veröffentlicht wird, sodass ihr als auch da das lesen könnt. Ihr dürft jetzt gern das Papier zur Hand nehmen. Die Entrückung vor, nach oder in der Mitte der großen Drangsal. Ich lese einfach mal vor, was ich da geschrieben habe. Dr. Lothar Gassmann antwortet auf einige Lehraussagen von Dr. Roger Libi bezüglich der Entrückung. Es ist ein freundschaftlicher Dialog zwischen Brüdern in Liebe. Die Aussagen von Roger Libi sind in Times New Roman Schrift, die Anmerkungen von Lothar Gassmann in Ryle Schrift. So könnt ihr das also optisch unterscheiden, wer was an Argumenten hier bringt. Und ich habe ihn eben zur Antwort eingeladen. Also das am Anfang immer erst die Position von Roger und dann meine kürzere oder längere Stellungnahme dazu. Ich werde die Bibelstellen, die aber hier nur zitiert sind, zum Teil, die werde ich zum Teil aber auch ausführlich vorlesen, dass wir besser verstehen, um was es eigentlich geht.
Ja, also Vorwort. Roger schreibt, die Wichtigkeit des Themas, die Bibel lehrt, etwa in 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10, dass unser Leben ab der Bekehrung geprägt sein muss durch erstens, dass wir dem lebendigen Gott ständig dienen und zweitens, dass wir seinen Sohn vom Himmel her ständig erwarten. Das sind zwei Verben im Durativ, das drückt also eine Dauer aus. Ich sage dazu einverstanden, ich denke ja auch, ja, diese ständige Wartebereitschaft, das ist ganz wichtig. Diese Lebenshaltung ist von entscheidender Bedeutung für das Christenleben. Dann nennt Roger die zwei ausführlichsten Stellen zur Entrückung, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 und 1. Korinther 15, 51 bis 57. Ich denke, die sollten wir am Anfang lesen. Also wir können aufschlagen, 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Apostel Paulus schreibt, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So trösten nun einander mit diesen Worten. Also hier ist von einer Hinwegnahme der Gläubigen die Rede. Harpazo ist immer wieder das Wort für dieses Wegnehmen. Und ja, in Christus, also die Toten, aber im Herrn, die werden zuerst auferstehen und danach wir, die wir leben, zusammen mit ihnen zum Herrn in den Wolken, werden also bei ihm sein und, ja, so verstehen es auch viele, dann mit ihm wiederkommen im tausendjährigen Reich. Das sind viele Berührungspunkte, auch mit Moschee, wo ich da auch zustimme, ist gar keine Frage. Die andere Stelle ist 1. Korinther 15, 51 bis 57. Übrigens, bei 1. Korinther 4 ist uns vielleicht aufgefallen, dass da kein genauer Zeitpunkt einer für die Entrückung steht. Also Zeitpunkt steht da nicht vor, während oder nach. Ja, steht einfach nur von der Hinwegnahme. Das ist schon mal wichtig. Aber ein Zeitpunkt, oder beziehungsweise ja, ein Hinweis zumindest, wird genannt in 1. Korinther 15. Und das ist schon mal sehr interessant, auch für die weitere Diskussion. 1. Korinther 15. Ich habe mir zwar ein Zeichen reingemacht, aber ich muss doch immer wieder suchen hier. Aber ja, wir braucht auch die Zeit. 1. Korinther 15, das ist eine sehr wichtige Stelle auch, ab Vers 51 bis 57. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Also unser irdischer Leib wird verwandelt in den unzerstörbaren Herrlichkeitsleib der Gläubigen, also die Gläubigen. Und zwar plötzlich in einem Augenblick, und jetzt kommt die einzige Zeitangabe in der Bibel, zur Zeit der letzten Posaune. Darauf komme ich noch mehrfach zurück bei dieser Diskussion. Ja, behalten wir das im Hinterkopf, hier steht eine Zeit. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Dann lesen wir noch weiter über das Verwesliche, Unverwesliche. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Dann schreibt Roger weiter auf dem Blatt. Drei Märchen und ihre Widerlegung. Erste Behauptung, in der Bibel gibt es keine Entrückung. Dazu schreibt er zu Recht, lies einfach 1. Thessalonicher 4, 17, haben wir gerade gehört. Man könnte auch im Alten Testament schon Stellen nennen. Da gibt es mindestens zwei Hinwegnahmen von Menschen, die nicht gestorben sind. Wisst ihr, wer das ist? Henoch in 1. Mose 5, 21 bis 24. Er wurde vom Herrn hinweggenommen, nicht mehr gefunden. Und 2. Könige 2, Elia, auf dem Wagen, feurigen Wagen, mit den Pferden, ich sage es jetzt aus dem Gedächtnis, 2. Könige 2. Also die Entrückung, Hinwegnahme, das gibt es schon im Alten Testament. Von Einzelnen aber nur, aber dann im Neuen Bund die Gemeinde, da sind wir uns ja einig. Einverstanden, ja. Dann zweitens, schreibt Roger, Behauptung, Fort Darby, also damit ist John Nelson Darby, der Begründer praktisch des Dispensationalismus, kann ich jetzt nicht auswählen erklären, diese Lehre, vielleicht wissen es manche, gemeint. Dieser Nelson Darby, 1830 rum, hat niemand, also vor ihm wird behauptet, von den Gegnern der Vorentrückung, vor Darby hat niemand an eine Vorentrückung geglaubt. Und dazu sagt Roger Libby,
dass das nicht stimmt, sondern es gibt mehrere, die das vertreten haben, zum Beispiel Pseudo-Ephraim im circa 4. bis 6. Jahrhundert. Der hat geschrieben über die letzte Zeit, den Antichristen und das Ende der Welt. In diesem Buch schreibt er, alle Heiligen und Erwählten werden vor der kommenden Drangsal zum Herrn erhoben werden. Roger Libby nennt dann weitere Zeugen, zum Beispiel Fra Dolcino, Ingris Madder, John Gill, Morgan Edwards und so weiter und so weiter. Gibt auch eine Quelle an, Jordan P. Ballard, A Case for the Pre-Tribulational Rapture of the Church und so weiter. Nun, ich sage dazu Folgendes, lieber Roger, also die französische Aussprache ist passender, ich glaube nicht, dass er Roger heißt, Roger, ne, heißt er. Haben wir auch schon gesagt. Lieber Roger, gewiss haben vor Darby auch einzelne andere Menschen an eine Entrückung vor der großen Drangsal geglaubt. Die große Mehrheit der Christen allerdings erlebte Drangsale in allen Jahrhunderten und rechnete jederzeit mit dem Auftreten des Antichristen als Zuspitzung ihrer Drangsale. Also in der Kirchengeschichte überwiegend, die Mehrheit muss nicht immer recht haben, ja, aber war immer wieder in Drangsalen und hat erwartet, dass der Herr kommt, aber auch der Antichrist seine Herrschaft aufrichtet. Und hat nicht damit gerechnet, dass die Gemeinde vorher entrückt wird. Es kam eben verstärkt an sich doch erst seit Darby. Ja, der hat diese Lehre richtig verbreitet, auch durch die Scofield-Bibel, die Niagara-Konferenzen. Vorher waren das nur ganz vereinzelte Autoren, die das vertreten haben in der Kirchengeschichte. Ephraim und wie die hießen. Aber das sind wirklich, also ja, vielleicht 0,1% der Autoren aus der Kirchengeschichte. Also das ist, man kann deshalb schon sagen, eine neue Lehre im 19. Jahrhundert. Aber die große Mehrheit hat immer mit Drangsalen gelebt und mit dem Antichristen gerechnet. Zum Beispiel die Reformatoren. Die Reformatoren, die haben ja das Papsttum als einen Antichristen identifiziert und haben nicht gedacht, dass sie vorher entrückt werden würde, irgendwas. Also Luther, Calvin, Menno Simons, wie sie alle hießen. Die Reformatoren hielten den Papst für den Antichristen. Dass die Christenheit vor dem Antichristen verschont würde, lag außerhalb ihrer Wahrnehmung und Bibelauslegung. Also das ist einfach mal zum kirchengeschichtlichen Befund. Wie gesagt, die Mehrheit muss nicht unbedingt recht haben, aber es ist doch interessant, dass diese Lehre vor Darby nur sehr, sehr vereinzelt überhaupt vorkam, dass jemand auf die Idee kam, sowas zu glauben. Nun dann die dritte Behauptung. Roger Libby sagt, die sektierische Prophetin Margaret MacDonald war die Quelle von John Nelson Darbys Gedanken über die Vorentrückung. Das wird also von Kritikern der Vorentrückungslehre immer wieder gesagt. Das sei eine Inspiration einer jungen Frau gewesen, Margaret MacDonald, und deshalb dämonisch inspiriert und so, schreiben sogar einige. Und darauf antwortet Roger Folgendes. Darby hat die Aussprüche dieser Frau als nicht vom Heiligen Geist kommend verurteilt. Margaret MacDonald lehrte, dass die Kirche sich auf den Antichristen vorbereiten müsse. Sie lehrte gar nicht diese Vorentrückungslehre der Gemeinde wie Darby. Richtig, ja, sie hat die Auswahlentrückung gelehrt, dass die besonders Qualifizierten herausgenommen werden. Die Vorentrückung wurde schon vor Margaret MacDonald gelehrt. Sie kann gar nicht deren Quelle sein. Dann nennt der Jordan Ballard, A Case for the Pre-Tribulational Rapture of the Church, Seite 5 bis 6. Ja, und jetzt blättern wir um, weil im wunderbaren Gewitter was draußen ist, aber bis jetzt ist noch nicht so laut. Ich habe dann auch ihm das geschrieben. Lieber Roger, Margaret MacDonald vertrat in der Tat nicht die Vorentrückung, sondern die Auswahlentrückung besonders vorbereiteter Christen. Darby hatte Kontakt mit ihr und kannte ihre Sicht, hat dann aber in der Bibel geforscht und in seinem Lehrsystem des Dispensationalismus die Vorentrückung der Gemeinde gelehrt. Das ist so die Lehre von verschiedenen Heilszeiten, was ja grundsätzlich richtig ist, aber nach meiner Sicht auch zu sehr schematisiert wird und zu starr wird dadurch, dass man nicht mehr aus diesem Korsett dieses Dispensationalismus herauskommt. Wenn man Gott in ein System presst, ist es immer gefährlich, ja, meine Meinung, zu sämtlichen solchen Lehrsystemen, ob es Calvinismus, Darbismus oder sonst was ist. Gott steht immer über unserem Denken, unseren Systemen, die wir uns da ausdenken. Das nur dazu. So, jetzt Römisch 1. Jetzt kommt zum wichtigsten Abschnitt. Argumente für die Entrückung vor der großen Drangsal. Das sind jetzt also Argumente, die Roger selber nennt. Und das ist auch dieses Hauptgespräch mit ihm, ob das haltbar ist oder wie man es auch vielleicht anders verstehen kann. Erstes Argument. Er schreibt, die Erlösten sollten den Herrn zu allen Zeiten erwarten. Sie sollten nicht denken, dass zuerst der Antichrist kommen müsste oder die Drangsal beginnen sollte, etc. Er nennt dann 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10. Da steht, ich muss immer jetzt ein bisschen kurz fassen, Gott rettet uns vor dem zukünftigen Zorn. Die Stelle wird oft angeführt, dass wir nicht in den Zorn hineinkommen würden. Ja, das würde ja dann
in dieser Stelle nicht übereinstimmen. Oder 1. Korinther 15, 22, da steht, in Christus sind wir alle lebendig gemacht. Da steht an sich nichts von Entrückung, aber okay. Dann nennt er noch Offenbarung 22, Vers 20, wo Christus sagt, ja, ich komme bald. Also da wird betont, die ständige Wartebereitschaft. Zu allen Zeiten den Herrn erwarten. Er schreibt, es war stets eine Erwartung ohne Vorbedingung. Also dass das und das noch alles geschehen müsste vorher. Matthäus 24, Vers 48, warnt vor der Meinung, dass der Herr bestimmt noch lange nicht kommt. Das ist das Gleichnis mit diesen Knechten, wo dann der Herr sagt, wachet, wo dann der böse Knecht sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und das wird ja vom Herrn abgelehnt, also dass man diese Haltung hat, Jesus kommt noch lange nicht, ich kann jetzt noch lange schlafen und so weitermachen. Nein, das ist nicht so. Zu allen Zeiten den Herrn erwarten. Einverstanden, schreibe ich dazu, einverstanden soweit. Das ist wirklich das stärkste Argument für die Vorentrückungslehre, das ich durchaus ernst nehme. Ja, und deshalb verstehe ich auch, dass so viele diese Lehre vertreten, weil wir zu allen Zeiten bereit sein sollen. Wirklich ein starkes Argument, gebe ich zu. Nur das Problem ist, dass eben die anderen Bibelstellen, die angeführt werden, das andere sagen als die Vorentrückung. Aber dazu komme ich noch. Und das Problem ist auch, schreibe ich weiter, dass wir nie genau wissen, ob wir in der großen Trübsal schon drin sind. Ich habe gerade vor einem halben Jahr hier das Thema gehabt, haben die Siegelgerichte eventuell schon begonnen? Gerade viele Christen sagen auch, ja, Krieg und Inflation, das sind ja auch alles in den Siegelgerichten Voraussagen. Natürlich gab es schon mehrfach solche Gerichtsfolgen. Es gab schon immer Pest und Inflation und Hungersnöte in der ganzen Geschichte. Auch jetzt kann es wieder sich steigern, aber irgendwann wird es die letzte Gerichtsreihenfolge sein. Und deshalb, wir wissen nicht, wie weit wir schon drin sind, versteht ihr? Vielleicht sind wir schon im Drangsal drin. Aber ich sag's vorsichtig, nicht das heißt, Gastmann hat gesagt, wir sind jetzt und so. Ich habe nur eine Frage gestellt. Es gibt im Internet so ein Video, wo mir das unterstellt wird. Ich hätte jetzt die Wiederkunft ausgerechnet, aber das ist völlige Verleumdung. Also das habe ich nie behauptet. Ich sage immer, nur immer wachsam sein, was auch Roger Liebe hier sagt. Ja, bloß sage ich halt, kann sein, wir sind schon drin. Wir wissen also nie genau, ob wir schon drin sind, ob die Siegelgerichte schon begonnen haben. Und von daher erwarte auch ich, Lothar Gassmann, den Herrn alle Zeit. Versteht ihr das? Deshalb, vom Ergebnis her sind wir überhaupt nicht auseinander. Er erwartet den Herrn alle Zeit, Roger, und ich erwarte ihn auch alle Zeit. Ja, aber trotzdem müssen wir halt diese Entrückungsdiskussion führen, weil das Problem, wie gesagt, ist, dass er dann behaupten würde, Antichrist und so, als letzte Steigerung zumindest, betrifft uns dann nicht mehr. Das sind wir vorher entrückt und Malzeichen. Das ist dann das Problem. Wobei die Technik und alles schon da ist für das Malzeichen. Gut, dann das nächste Argument zum Mitlesen. Nummer 2, Römisch 1. Latein ist 2. Bei der Entrückung, schreibt Roger, wird der Herr für die Seinen kommen. Wieder 1. Thessalonicher 9 bis 10. Er rettet uns vor dem zukünftigen Zorn. Also er nimmt die Seinen heraus. Also vorher weg, wie er sieht. Bei der Wiederkunft in Macht wird er mit den Seinen kommen. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Er, Christus, kommt mit allen seinen Heiligen. Richtig, das sehe ich auch so. Und dazu schreibe ich aber, das ist, wenn man wie ich, also Lothar Gassmann, die Entrückung während der Trübsalzeit erwartet, kein Problem. Der Herr holt seine Gemeinde während der Trübsal zu sich, also nicht vorher unbedingt, sondern auch während der Trübsal zu sich, wenn die Not am größten ist, die Hilfe am nächsten, und kommt mit ihr wieder, um mit ihr im tausendjährigen Reich zu herrschen. Offenbarung 20. Deshalb vertrete ich ja zum Beispiel, ich persönlich, nicht die Nachentrückung, sondern die Entrückung während der Drangsal. Da haben wir auch diese Zeit. Der Herr holt die Gemeinde, kommt mit ihr wieder. Drittes Argument von Roger. Er sagt, zuerst muss die Vollzahl der Nationen eingehen, dann wird Israel gerettet werden. Römer 11, 25 bis 27. Da heißt ja, ich fasse zusammen, dass Israel Verstockung widerfahren ist, solange bis die Vollzahl der Nationen, also der nichtjüdischen Völker, zum Heil gelangt ist. Römer 11, 25 bis 27. Roger schreibt, Gott hat eine bestimmte Zahl von Menschen festgelegt, die zur Gemeinde, also Ekklesia, zur Herausgerufenen, dem Leib Christi gehören werden. Danach wird Israel wieder den Platz als Gottes Zeugnis auf Erden einnehmen, wie im Alten Testament vor Pfingsten.
Ja, hier, liebe Geschwister, merken wir, dass er ein Anhänger ist dieses Systems, des Dispensationalismus. Und ein typisches Kennzeichen ist ja immer die Trennung zwischen Israel und der Gemeinde, dass das immer wieder zwei verschiedene Dinge sind, dass da die Trennung betont wird und nicht die Gemeinsamkeiten in erster Linie, obwohl er nachher auch was dazu schreibt noch. Ich antworte ihm deshalb Folgendes, ihr könnt es mitlesen: Im Unterschied zu dir, lieber Bruder Roger Libi, unterscheide ich zwar zwischen Israel und der Gemeinde, aber ich trenne nicht zwischen ihnen. Könnt ihr den Unterschied verstehen? Ja, es sind verschiedene heilsgeschichtliche Verheißungen, aber nicht diese Trennung. In Epheser 2 und anderen Stellen wird stets die Einheit der Gläubigen aus Israel und den Nationen in Christus betont. Die Gläubigen aus den Nationen sind in der großen Trübsal am Anfang genauso noch auf der Erde wie die Gläubigen aus Israel. Auch in der Offenbarung sind die nicht entrückt nach Kapitel 4. Das werde ich gleich noch erklären. Aber wir sollten an der Stelle, ganz wichtig, Epheser 2 lesen, denn das hebelt an sich diese starre Trennung zwischen Israel und der Gemeinde aus. Es gibt gemäßigte Dispensationalisten, da wissen die diese Sicht, wie ich inzwischen auch haben, das nennt sich dann progressiver Dispensationalismus, und die berufen sich auch auf Epheser 2, denn da steht ja ganz klar, dass diese Unterscheidung und Trennung nicht mehr so ist wie im Alten Testament. Israel hat noch eine Heilsverheißung und hat eine wichtige Funktion in der Endzeit, sehe ich auch so, bin auch ein Freund Israels, aber in Christus sind wir versöhnt, ist der Zaun der Feindschaft abgebrochen. Und das steht in Epheser 2, ganz wichtige Schlüsselstelle, um das Verhältnis von Israel und der Gemeinde im neuen Bund zu verstehen. Epheser 2, ab Vers 11, das müssen wir jetzt einfach lesen, damit wir das verstehen. Epheser 2, ab Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, also die Epheser waren ja aus den Nationen, keine Juden, und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung von den Juden, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung auf und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, also die Heidennationen, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also nicht mehr diese starre Trennung zwischen Israel und der Gemeinde. Wenn man nämlich sagt, da steht doch die Gemeinde und die Auserwählten und Heiligen, dann kommt immer das Gegenargument von den lieben Brüdern in der Vorhinrückung, das ist nur Israel, kommt dann immer. Stimmt aber nicht. Es ist die Einheit in Christus. Deshalb ist eine ganz wichtige Stelle, Epheser 2. Ja, dann nächstes Argument. 4. Und jetzt kommt ein sehr seltsames Argument hier. Kann ich gar nicht verstehen, warum er sowas bringt. Er schreibt hier tatsächlich, in den Lehrbriefen des Neuen Testaments werden die Erlösten der Gemeinde nie vor den Gefahren in der großen Drangsal gewarnt. Denk mal drüber nach, ob das stimmt. Keine einzige Warnung vor der Drangsal in den Lehrbriefen. Er schränkt das schon mal ein. Evangelien ist ja ganz klar, da ist dauernd die Warnung. Ja, ich schreibe, oh doch, lieber Bruder Roger, lies nur einmal 1. Johannes 2, Vers 18 folgende. Wo vor den Antichristen und dem Antichristen, also Mehrzahl und Einzahl, und der Verführung gewarnt wird. Das ganze Neue Testament ist voll von Warnungen. Zum Beispiel Matthäus 24, die Endzeitrede und Parallelstellen. Offenbarung 4 folgende und so weiter. Nur mal ein paar Verse hier aus, also 1. Johannes 2 zunächst. 1. Johannes 2. Ja, müssen wir ein bisschen blättern wieder. Das ist jetzt ein Beispiel, weil er ja die Lehrbriefe nennt, nicht? 1. Johannes 2, 18 folgende. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt,
So sind nun viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns und so weiter. Also da ist eine Warnung vor dem Antichristen, also vor der Drangsalszeit, wo der Antichrist auftritt. Nur eine Stelle und vielen. Und natürlich ganz ausführlich Matthäus 24, wiederum die Endzeitrede, die ist ja ganz wichtig, ab Vers 21. Das ist jetzt kein Lehrbrief, aber ein Evangelium, was genauso wichtig ist. Diese Aufteilung, dass die Briefe wichtiger sein als die Evangelien, kann ich auch nicht nachvollziehen. Das ist ja absurd, dass man sagt, die Worte Jesu seien nicht so wichtig wie die Briefe des Paulus. Es ist alles Gottes Wort. Also wir merken, wo ein solches starres Lehrsystem hinführen kann. Dass man plötzlich Bibelkritik macht innerhalb der Bibel und das gar nicht mehr merkt. Dass man Stellen relativiert, ja, bloß weil es in Evangelien steht und nicht Paulus. Also absurd, ja. Es gibt auch andersrum schon Bibeln, wo nur die Worte Jesu fett gedruckt sind und das andere dann nicht mehr so. Also finde ich alles gefährlich. Es ist Gottes Wort überall, wo Gott spricht. Auch durch die Apostel natürlich und durch den Sohn selber direkt. Matthäus 24 ab Vers 21. Ganz wichtige Warnung bezüglich der Drangsal. Matthäus 24 ab Vers 21. Ja, dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das ist übrigens die Stelle, die mich zuerst stutzig gemacht hat, bezüglich der Vorentrückungslehre. Da heißt es nicht, dass diese Tage der Drangsal einfach weggenommen werden für die Gemeinde, sondern sie werden verkürzt. Das spricht für die Entrückung während der Drangsal, ganz klar. Ja. Also das heißt nicht, dass die Tage kürzer werden, da ist der Zeitraum gemeint, dieser 7 Jahre, der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, die da verkürzt wird. Wenn die Not am größten ist, die Hilfe am nächsten. Zwar kein Bibelvers, aber eine Weisheit. Ja, und das könnte man jetzt hier noch weiterlesen, aber aus Zeitgründen lese ich jetzt nicht die ganzen Stellen. Ja, dann nächstes Argument. Auch ein seltsames Argument, Nummer 5. Roger Libby schreibt, die Offenbarung besteht gemäß Offenbarung 1,19 aus 3 Teilen. Teil 1, die Erscheinungen des Auferstandenen auf Patmos, Offenbarung 1. Dann die Gemeinde als Zeugnis auf Erden, Offenbarung 2 und 3, bildet den Teil 2, das was ist. In Offenbarung 4,1 folgende kommt der dritte Teil, was nach diesem geschehen muss. Da werden die Gerichte beschrieben, nach dem Zeitalter der Gemeinde als Zeugnis Gottes auf Erden. Also die Lehre ist ja im Darwismus, dass die Gemeinde entrückt wird in Offenbarung 4, Vers 1, wo zu Johannes gesagt wird, steige herauf. Also in Johannes sei praktisch die ganze Gemeinde hier symbolisiert. Aber wenn ich das lese, steht ja nur von Johannes, steht nichts von der Gemeinde. Wenn mir jetzt jemand zeigt, dass da Gemeinde steht, glaube ich es gern, steht aber nicht. Also es ist wieder ein Lehrsystem, ja. Tut mir leid, ich kann es da auch nicht sehen. Und deshalb mein Einspruch an dieser Stelle auch, in Offenbarung 4 und den folgenden Kapiteln, zumindest bis Kapitel 11, und auch weiter, das sind ja dann später Rückblenden mit dem Antichrist, da kommt die Gemeinde auch wieder vor, die verfolgt wird und so weiter, 12, 13, aber die Entrückung sehe ich in Kapitel 11, dazu noch später. Aber jedenfalls in Offenbarung 4 folgende, ist die gesamte Gemeinde noch auf der Erde. Sie wird bezeichnet als die Heiligen, die Überwinder und so weiter. Der Begriff Ekklesia, herausgerufene, kommt zwar in der Offenbarung nicht vor, aber ständig an die Heiligen, die Überwinder. Und da steht nicht, dass das nur Israel ist. Das wird auch wieder hineingedeutet durch diese Trennung, Israel-Gemeinde. Das ist die Gesamtheit gemäß Epheser 2, der Erlösten aus Israel und den Nationen, die Heiligen und die Überwinder. Also auch wir. Wir müssen auch heute ja schon überwinden und uns absondern von der Sünde. Und die Heilige, schreibe ich hier weiter, ist eine durchgängige Anrede für die Gemeinde, nicht speziell für Israel, etwa am Anfang sämtlicher Lehrbriefe an die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Ephesus, ich sage es jetzt frei, oder in Philippi, an die auserwählten Heiligen in Kolosse. Lest mal die Anfänge Lehrbriefe, da steht die Heiligen und der gleiche Begriff ist auch in der Offenbarung, auch noch nach Kapitel 4, wo angeblich die Entrückung schon gewesen wäre. Wieso steht dann immer wieder von Heiligen? Ne? Das ist absurd zu sagen, die Gemeinde sei weg ab Kapitel 4. In Offenbarung 7, da gibt's ja diese zwei Gruppen, ne, die 144.000 aus Israel mit den Stämmen aufgezählt, also es sind nicht die Zeugen Jehovas, das ist absurd, sondern das sind die Stämme Israels, wobei es da kleine Änderungen gibt, der ein Stamm wird verdoppelt, ein anderer fehlt, also Dan ist weg.
Aber, und dann kommen die große Schar aus allen Nationen, aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen. Das sind zwar, die werden zwar hier unterschieden, aber nicht getrennt. In Offenbarung 7 werden die Heiligen aus Israel und den Nationen zwar wieder unterschieden, aber nicht getrennt, schreibe ich auch hier. Beide Gruppen sind noch auf der Erde bis zur Entrückung bei der letzten Posaune, Offenbarung 11. Dazu kommen wir noch. Für die Entrückung während und nicht vor der großen Trübsal sprechen klare Stellen, wie, die sollten wir wirklich mal lesen, Offenbarung 7, Vers 14, wo es über die Geretteten aus Israel und den Nationen heißt, da sind diejenigen, die aus der großen Trübsal kommen. Und wenn sie aus der großen Trübsal kommen, dann sind sie nicht vor der großen Trübsal entrückt. Ist doch ganz klar. Wenn Worte noch einen Sinn haben, kann man das nicht anders verstehen, oder? Die kommen also aus heraus. Da haben wir wieder das Eck, was wir auch in Offenbarung 3 haben, beim Sendschreiben Philadelphia. Sie werden bewahrt heraus aus der Stunde der Versuchung. Da wird umgedeutet und konstruiert, bloß dass man nicht das System verlassen muss. Schade. Ja, und jetzt kommt auch ein seltsames Argument, was man leicht widerlegen kann. Ich habe also diese ganzen Punkte in einer Stunde in meinem Garten, da habe ich ein bisschen widerlegt im Kunstwasser. Ich will jetzt nichts sagen, ich schätze ihn wirklich als Bibellehrer, aber wenn das alle Argumente sind, ich weiß nicht. Also der sechste Punkt. In Offenbarung 6, 9 bis 11 rufen die Gläubigen um Rache. Das passt nicht zur Zeit der Gnade, schreibt Prosche Libi. Das ist ja die Zeit der Gemeinde. Hier haben wir wieder diese Heilszeitalteraufteilung, was ja auch, ich habe schon gesagt, viel zu schematisch ist, ja, viel zu starr. Also im Neuen Testament darf nichts von Rache vorkommen, schreibt er im Prinzip. Also bis zur Entrückung zumindest. Also nochmal, das passt nicht zur Zeit der Gnade, dass in Offenbarung 6 die Gläubigen um Rache rufen. In der Zeit der Gnade, in der Gemeinde wird um Gnade für die Feinde gebetet. Das stimmt natürlich, ja. Wir beten für die Feinde. Stephanus sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Apostelgeschichte 67, Matthäus 5, 44. Roche schreibt, es passt aber zur Zeit der Gerichte, wenn Israel wieder das Zeugnis tragen wird. Jesaja 26, 9 bis 10, Psalm 119, 84, Psalm 94, 1 bis 3. Das sind also Stellen, zum Teil auch Rachepsalmen, ja, das, wo angeführt werden. Das sei nur im Alten Testament so gewesen. Ich schreibe ihm ganz liebevoll, Vorsicht, lieber Bruder, lass dich nicht in ein Schema, etwa den Dispensationalismus, einspannen. Du liest die Bibel ständig mit dessen Brille, anstatt die Aussagen, wie sie dastehen, ernst zu nehmen. Wenn im Neuen Testament häufig nicht nur von der Gnade, sondern auch vom Gericht und Zorn Gottes die Rede ist, dann gilt das auch für die Zeit des Neuen Bundes. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Entweder er ist mein Retter oder er ist mein Richter. Zum Beispiel in Johannes 15, Vers 6, das ist das Bildwort vom Weinstock und den Reben, da stellt Jesus die Gläubigen vor die Alternative, entweder in ihm bleiben oder abfallen und brennen. Was ist das anderes als Gericht, was der ergeht? Oder denkt an die ganzen Gleichnisse, ja, mit dem doppelten Ausgang vom Weltgericht und so weiter. Ich verstehe das nicht, wie man sagen kann, alles nur noch hier so friedlich und nur noch Gnade und keine Gerichte und kein Zorn mehr. Oder was ist mit Hebräer 10, 28 bis 31? Das wollen wir mal lesen. Das steht im Neuen Testament. Dadurch kann man jetzt wieder behaupten, das ist nur an Israel gerichtet. Ist aber absurd, der Hebräerbrief. Ja gut, aber der betrifft auch die ganze Gemeinde. Sonst würde er nicht im Neuen Testament stehen. Hebräer 10, 28 bis 31. Eine der erschütterndsten Stellen. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist etwa kein Gerichtswort, liebe Geschwister. Also bitte nicht solche Schematisierung. Ja, und es kommt noch ein ähnliches Argument, können wir schnell behandeln. Punkt 7 in Offenbarung 11 werden die zwei Zeugen beschrieben, die während der ersten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche wirken werden. Sie werden ihre Feinde mit Plagen bestrafen. Das passt nicht zur Zeit der Gnade, gleich Zeit der Gemeinde, in der um Gnade für die Feinde gebetet wird. Dann wird er genau die gleichen Bibelstellen. Apostelgeschichte 67, Matthäus 5, 44. Es passt aber zur Zeit der Gerichte, wenn Israel wieder das Zeugnis tragen wird. Die gleichen Stellen wie vorhin.
Hier gilt also auch dieselbe Antwort wie beim letzten Punkt. Ja, und dann Vers 8, das habe ich im Grunde auch schon beantwortet. Er schreibt, die Gemeinde Ekklesia wird in Offenbarung 4 bis 19 nie, da steht tatsächlich nie, als Zeugnis auf der Erde erwähnt. Stimmt das? Ich frage euch jetzt. Kommt die Gemeinde in Offenbarung ab Vers Kapitel 4 nirgends mehr vor? Er schreibt, es geht nur um Israel und die Nationen. Vergleiche die drei Gruppen der Prophetie, 1. Korinther 10, 32. Ich habe es nachgeschlagen, da steht, gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde einen Anstoß, und zwar bezüglich des Götzenopferfleisches. Das ist überhaupt, klar gibt es Juden, Griechen und die Gemeinde, aber was soll das heißen? Lieber Bruder, antworte ich darauf, wie schon gesagt, kommt die Gemeinde auch nach Offenbarung noch mehrfach in Gestalt der Heiligen und Überwinder vor. Es heißt an keiner Stelle, dass das nur Israeliten oder Juden seien. Das wird vom Darbismus hineininterpretiert. Jetzt kommt Offenbarung 3, Sensheim, Philadelphia. Das ist auch eine bekannte Stelle, die für die Vorentrückung angeführt wird. Der Herr verhieß, dass er die Gemeinde vor der Stunde der Versuchung, gleich Zeit der schlimmsten Verführung aller Zeiten durch den Antichristen, bewahren wird. Offenbarung 3, 10 bis 11. Wie soll diese Bewahrung geschehen? Dadurch, dass der Herr kommen wird, Vers 11. Der gleiche Ausdruck bewahren vor, kommt nur zweimal in der Bibel vor, und zwar zweimal bei Johannes. In Johannes 17, Vers 15 bedeutet er, dass die Gläubigen vor dem Hineinkommen in das Böse bewahrt werden. Soweit Oschi Liebe. Ich schreibe dazu, lieber Bruder, du weißt, dass da im Griechischen nicht pro oder apo steht, sondern ek. Und die Hauptbedeutung von ek ist aus heraus. Diese Stelle spricht sehr stark für die Entrückung während der Drangsal und nicht davor. Alle Umdeutungen und sprachlichen Kunststücke helfen da nicht weiter. Ich bin in meinem Buch, was kommen wird, ich habe es draußen auch mitgebracht, sieht anders aus, das ist eine neuere Fassung, bin ich sehr ausführlich auf diese Stelle, Offenbarung 3, Vers 10 eingegangen. Ich kann das jetzt hier nicht alles vortragen, aber es wird immer wieder gesagt, es wird nicht heißen aus heraus, sondern vor. Aber ich sage mal, bessere Übersetzung wäre während, wenn man schon schreibt, bewahren, während der Drangsal. Aber dieses vor erweckt den Eindruck eines zeitlichen, eines temporalen Aspekts, aber es ist hier ein lokaler Aspekt gemeint, dass Gott uns da herausnimmt und nicht, dass er uns zeitlich vorher wegnimmt. Es geht also um eine Ortsangabe, dass er uns herausbewahrt und nicht, dass er uns vorher zeitlich wegnimmt. Und die entscheidende Frage, ich lese mal jetzt aus meinem Buch, was kommen wird vor, was wir dazu geschrieben haben. Die entscheidende Frage ist, was Kako se tereso ektes horas tu peirasmo bedeutet. Entweder bedeutet es, ich will dich heraus aus der Stunde der Versuchung erretten, oder ich will dich durch die Stunde der Versuchung hindurch festhalten bzw. beschützen. Pentekost, das sind auch Anhänger des Darbismus, weist unter Rückgriff auf ein Zitat von Henry C. Thyssen auf beide Auslegungsmöglichkeiten hin, gibt dann aber der Ersteren den Vorzug. Er stützt sich dabei auf 1. Thessalonicher 1, Vers 10 als Parallelstelle, wo es heißt, der uns aus dem kommenden Zorn heraus errettet. Aber auch diese Parallelstelle gibt nicht so viel her, wie Thyssen und Pentekost erwarten, denn auch hier kann einfach gemeint sein, dass Jesus die Seinen bewahrt und aus dem Zorn herausrettet, der bereits angebrochen ist. Das Gleiche, und jetzt kommt Johannes 17, 15, gilt für Johannes 17, 15, die Jeffrey Townsend als Beleg und Parallele zur Offenbarung 3, Vers 10 anführt, genau wie Oschi Liebe. Vor dem Bösen bewahren, terrain ectu ponero, deutet Townsend als Bewahrung in einer Position außerhalb eines Objektes. Und das würde bedeuten, dass die Jünger, wie bei der Entrückung, aus dem Einflussbereich Satans herausgenommen sind. Aber diese Deutung widerspricht gerade dem Zusammenhang in Johannes 17, 15, wo Jesus ausdrücklich betont, das muss man genau hören, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Es ist eine gekünstelte Interpretation, wenn Townsend entgegen der sonstigen Deutung von Kosmos als gottfeindliche Welt in den johannäischen Schriften schreibt, die Jünger befanden sich in geistlicher Hinsicht nicht im Machtbereich des Bösen, als Jesus das Gebet sprach. Meine Antwort, sie befanden sich sehr wohl darin, aber Jesus wollte und will sie inmitten des Machtbereichs des Bösen, Kosmos, vor dem Bösen selber, nämlich Satan, bewahren. Johannes 17, Vers 15 spricht somit gerade nicht für eine Vorentrückung, sondern für die Bewahrung der Gemeinde inmitten der Trübsal. Also so zur Parallele Johannes 17, 15. Also auch das musste einfach
erklärt werden, auch wenn es ein bisschen länger ging. Ja, dann das 10. Argument von Rocher. Er schreibt, die Gemeinde wird gerettet werden vor Apo, dem Zorn Gottes. Römer 5, 9 bis 10, 1. Thessalonicher 1, 10, 5, 9. Die Gemeinde wird den Zorn Gottes in den Gerichten der Offenbarung nicht erleben müssen. Israel wird diesen Zorn erleben. Da ist wieder das arme Israel, das alles durchmachen muss, ja. Israel wird diesen Zorn erleben. Darum wird die Drangsal eine Zeit der Drangsal für Jakob genannt. Jeremia 30, 17. Diese eine Stelle wird einmal wieder gebracht. Ähnliche mit Drangsal der Jakob. Zwei Drittel der Bevölkerung werden dabei im Land umkommen. Ein Drittel wird das Elend bis zum Äußersten durchmachen, aber dabei überleben. Sahaja 12, 8 bis 9. Nun, ich sage dazu Folgendes. Lieber Bruder, es ist richtig, ja, dass auf das irdische Israel noch viel Schweres zukommt, zum Beispiel in der Schlacht von Harmageddon. Das ist auch bei Sahaja vorausgesagt. Ich habe auch hier schon über Sahaja gepredigt, die Bibelwoche. Das ist schon, dass Israel eine Verheißung noch hat und vieles da noch passiert. Das bezweifle ich ja auch nicht. Ja? Okay. Die Prophezeiungen etwa in Sahaja 12 bis 14, in Hesekiel 36 bis 39, Gog und Magog und das alles, ja, also von Norden, die Macht, die gegen Israel marschiert, das wird sich noch erfüllen. Da sind wir uns völlig einig. Aber, und das ist jetzt das, was übersehen wird hier bei den lieben Brüdern des Darwismus, aber auch die Gemeinde ist nicht jedem Gericht entnommen, sondern erlebt in allen Jahrhunderten viel Schweres, heute schon in Nordkorea und islamischen Staaten. Mit dem Zorn Gottes wird immer gesagt, dass wir den Zorn nicht mehr erleben müssen. Ja, mit dieser einen Stelle, ich werde euch bewahren vor dem Zorn. Mit dem Zorn Gottes können aber auch speziell die Zornschalen Gerichte gemeint sein, als die letzte Gerichtsstufe nach der 7. Posaune eben, als 4. Gerichtsreihe, was wiederum für die Entrückung während der Drangsal spricht. Und ich möchte noch ergänzen, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, es kann mit dem Zorn auch einfach die ewige Verdammnis gemeint sein, dass die Gemeinde nicht in die ewige Verdammnis kommt. Das kann auch der Zorn bedeuten. Das müssen nicht sämtliche Gerichtsreihen insgesamt sein. Also da muss man vorsichtig sein mit dieser Deutung. Oh, die Zeit, ja. Haben wir noch ein bisschen Luft? Kann gerne ein bisschen lüften, ja. Alles aufmachen vielleicht. 11. Argument. Das Geheimnis der Gemeinde wurde zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche Daniels Wirklichkeit, schreibt Roger Libby. Die 69. Jahrwoche endete am Palmsonntag, erst 56 Tage danach war Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Entstehung der Gemeinde. Während des Zeitalters der Gemeinde bleibt die prophetische Uhr für Israel gestoppt. Die Entrückung wird noch vor dem Beginn der 70. Jahrwoche stattfinden, gleich Bundesschluss des Diktators mit Israel für 7 Jahre. Die prophetische Uhr für Israel wurde an Palmsonntag gestoppt. Dann kam die Gemeinde. Nach der Entrückung wird die Uhr wieder laufen, beginnend mit dem Bundesschluss. Daniel 9, 27. Ich weiß, die Zeit reicht jetzt nicht mehr, euch das zu erklären. Daniel 9 ist eine klassische Stelle mit den Jahrwochen. Ich muss aus Zeitgründen jetzt einfach meine Antworten vorlesen, dass wir doch durchkommen jetzt. Lieber Bruder, schreibe ich, hier zitierst du das klassische System des Dispensationalismus. Daniel 9, Vers 27 ist eine schwierige Stelle, die viele unterschiedliche Auslegungen erfahren hat. Viele Ausleger, zum Beispiel Gerhard Mayer, legen die 70. Jahrwoche in das 1. Jahrhundert bei der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Also die sehen da gar keinen so starken Endzeitbezug. Ich selber könnte mir eine weitere Erfüllungsstufe in der Endzeit wie du durchaus vorstellen, da es heißt, dass zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche bis zum Ende Kriege sein werden, was in der Tat für eine Zwischenzeit spricht. Aber es bleibt spekulativ, vor allem die künstliche Trennung zwischen Israel und der Gemeinde. Daniel 9 wird meines Erachtens hier überinterpretiert. Dann das 12. Argument. Die 24 Ältesten, Priester und Könige, repräsentieren die vollständige Gemeinde. Offenbarung 1,5b, er liebt uns, steht da. Vergleiche die 24 Priesterklassen in 1. Korinther 24. Das waren Priesterklassen, die beim König David aufgestellt wurden, in dem Priestertum. Die wurden eingeteilt damals für den Tempeldienst, später dann auch bei Salomo. Und dann schreibt Roshi weiter, an den obligatorischen Festen, als alle Israeliten sich in Jerusalem versammeln mussten, 5. Mose 16, 16, waren alle 24 Ältesten der Priesterklassen zusammen. In Offenbarung 4 nach der Entrückung des Johannes, Offenbarung 4, 1, sieht er ein Symbol für die Entrückung der Gemeinde, also der Rosche. Da sieht Johannes alle 24 Ältesten zusammen im Himmel. Erst danach beginnen die Gerichte, Offenbarung 6, Vers 1.
Also ihr kennt vielleicht Offenbarung 4, 5, die 24 Ältesten um den Thron Gottes. Da gibt es auch eben diese unterschiedlichen Deutungen. Er deutet es auf 24 Priesterklassen aus dem Alten Testament. Meine Antwort, also und damit symbolisiert er aber auch wiederum die Gemeinde, die da entrückt sei, ja, das sei praktisch, würde alles enthalten. Meine Antwort lautet, lieber Bruder, hier interpretierst du in die 24 Ältesten die ganze Gemeinde hinein, ohne dass dies explizit geschrieben steht. Ich frage auch euch, wo steht in Offenbarung 4 und 5, dass diese 24 Ältesten um den Thron die ganze Gemeinde sind? Wo steht das? Wo steht das? Wo? Nirgends, ja. Es wird hier hineininterpretiert. Da ist von 24 Ältesten die Rede und sonst nichts. Ja, dann schreibe ich das Argument mit den 24 Priesterklassen aus 1. Chronik 24, die die ganze Gemeinde repräsentieren sollen, finde ich weit hergeholt. Man sollte immer zuerst auf den direkten Zusammenhang in der Bibel schauen. Und da klärt sich die Frage sehr einfach. Wisst ihr wie? Wenn man Offenbarung 21, Vers 12 folgende liest, also im gleichen Buch in der Offenbarung, steht ja die Antwort, wer das ist. Die 12 Tore des himmlischen Jerusalems sind die Häupter der 12 Stämme Israels und die 12 Grundsteine sind die 12 Apostel des neuen Bundes. Das macht zusammen 24 Einzelpersonen um den himmlischen Thron Gottes. Schlagen wir mal auf, ganz am Ende der Bibel steht es ja ausdrücklich, diese 2x12, wer das ist. Und der Herr Jesus hat ja seinen Aposteln verheißen, dass sie mit ihm auf dem Thron sitzen werden. Auch steht es nichts von der ganzen Gemeinde, dass die da alle mit ihm auf dem Thron sitzt, aber die 12 Apostel und eben die 12 Stammväter des alten Bundes, die gewürdigt sind. Und das sind hier in Offenbarung 21, Vers 12 folgende. Da steht die Antwort, brauchen wir nicht zu Priesterklassen im Alten Testament Zuflucht nehmen. Vers 12 folgende. Und sie hat, also dieses himmlische Jerusalem, diese Stadt hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Kinder Israels. Von Osten her gesehen 3 und so weiter. Und dann Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Also sagen wir, diese 2x12 gibt zusammen 24. Das ist, halte ich für eine näherliegendere Deutung als das mit den Priesterklassen. 13. Das Argument. Bei der Entrückung kommt der Herr Jesus als der Morgenstern. 2. Petrus 1,19, Offenbarung 2,28 und 22,16. Bei seinem Kommen als König und Richter wird er als die Sonne der Gerechtigkeit erscheinen. Malachi 3, Vers 19 bis 20. Das steht hier wunderbar auch angeschrieben im Horizontblick an der Wand. Aber Antwort an all diesen Stellen steht explizit, nichts explizit von Entrückung. Ich weiß nicht, wie er jetzt diese Stellen dann ins Feld führt. Dann 14. Argument. In der Zeit der Gemeinde wird kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden gemacht. Galater 3,28, da ist nicht Jude noch Grieche, ja, und so weiter, ihr kennt das. Im Leib Christi sind Juden und Nichtjuden vollkommen vereint. Epheser 2,16, Kolosser 3,11. Aber in der Zeit der Gerichte wird deutlich und markant zwischen dem Überrest Israels, der eine Vorrangstellung einnehmen wird, Offenbarung 7,1-8, 144.000, und dem Überrest aus allen Nationen unterschieden, Offenbarung 7,9-17. Es entsteht ein völliges Chaos, wenn man die Zeit des Zeugnisses der Gemeinde und der Zeit des Zeugnisses von Israel vermischt. Er meint wohl die Zeit des Zeugnisses vermischt. Nun, ich schreibe dazu, lieber Rosche, ich bin froh, dass du es hier selber schreibst. Die Einheit zwischen Geretteten aus Israel und Nationen gemäß Epheser 2 und anderen Stellen ist vorhanden. Israel und die Gemeinde werden zum Beispiel bezüglich der Gerichte, die noch über das irdische Israel kommen, unterschieden, aber nicht getrennt. Mit der Entrückung hat dies aber nichts zu tun, da beide als Heilige und Überwinder bis zur letzten Posaune, 1. Korinther 15, 51, folgende und Offenbarung 11, 13 bis 19, auf der Erde vorhanden sind. Dann kommt 2. Thessalonicher 2, 15. Argument. Wie viel hat er denn noch? Das ist das vorletzte von ihm jetzt, gut. 15. Argument. Der Heilige Geist hält die letzte Entfaltung des Bösen in dem Erscheinen des Antichristen zurück. Er muss zuerst weggehen, 2. Thessalonicher 6 und 7. Das aufhaltende oder der aufhaltende Katechon, Katechos, bestimmt schon gehört. Also das ist das aufhaltende. An Pfingsten nahm er, der Heilige Geist, Wohnsitz auf Erden. Bei der Entrückung wird er diesen Wohnsitz verlassen, zusammen mit der Brautgemeinde, Offenbarung 22, 17, und der Geist und die Braut sagen, komm.
Meine Antwort, lieber Roger, das bzw. der aufhaltende Katechos, Katechon, muss nicht unbedingt der Heilige Geist sein, denn er ist auf Erden immer vorhanden, auch noch nach der Entrückung, und zwar durch viele Neubekehrte, gerade aufgrund der Entrückung. Völlig unlogisch, man sagt, der Heilige Geist ist nach der Entrückung weg, völlig absurd. Da werden ja massenhaft Menschen zum Glauben kommen. Ja. Nie verstanden, wie man so argumentieren kann. Okay, aber naja. Und meine Meinung, es gibt mindestens noch 10 weitere Deutungen, was das Aufhaltende ist. Zum Beispiel Engelmächte, die das zurückhalten, noch den Antichristen und so weiter. Aber ich verstehe inzwischen es so, was ich hier auch schreibe, mag auch anders sein, ja, wir wollen da barmherzig miteinander sein, klar. Sondern es kann, das Aufhaltende kann viel eher das Gegenteil sein zum Menschen der Gesetzlosigkeit, Anomia, nämlich das christlich geprägte Gesetz und seine Vertreter. Denn warum wird hier der Antichrist als der Mensch der Anomia, der Gesetzlosigkeit bezeichnet? Und ja, weil eben das, was ihn aufhält, der Nomos ist, das Gesetz. Anomia, Nomos, das ist der Gegensatz hier. Also, und wir merken ja jetzt, dass das gute Gesetz, das noch von christlichen Vätern geprägt war, immer mehr hinweggetan wird. Zurzeit erleben wir das dramatisch in vielen Ländern. Die Gesetzlosigkeit, ihr könnt ja mitlesen, auf Seite 5 jetzt, kommt zunehmend aus dem Gesetz, zum Beispiel Ehe für alle. Aber es ist nicht nur das, vieles andere auch. Ich denke, der Antichrist ist nicht mehr fern. Das ganze Kapitel 2 Thessalonicher 2 spricht übrigens nicht für eine Vorentrückung. Im Gegenteil, es wird vor solchen Lehren gewarnt in 2. Thessalonicher 2. In 2. Thessalonicher 2 ist ausdrücklich von der Vereinigung der Gemeinde mit dem Herrn die Rede, die erst dann geschieht, wenn der Glaubensabfall, den haben wir ja auch jetzt schon, und der Mensch der Gesetzlosigkeit schon da sind. Deshalb die Stelle, die müssen wir jetzt doch auch nochmal kurz lesen. Die ist ganz wichtig bei der Entrückungsdiskussion, weil es wird dann zwar nochmal versucht aufzuteilen im Tag des Christus und Vereinigung der Gemeinde, dass man es auseinanderreißt, aber es steht hier ganz klar als Einheit, als Zusammenhang. 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt's, und unserer Vereinigung mit ihm. Was ist das? Die Entrückung. Ja, ganz klar, unsere Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Jetzt kommt der entscheidende Satz, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen vom Glauben und der Mensch der Sünde, Anomia, der Antichrist also, offenbar werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis, und jetzt haben wir wieder der Gesetzlosigkeit, merkt ihr? Da wird wieder das Gesetz beseitigt. Der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Also ich sehe inzwischen doch sehr stark, dass es so läuft, dass immer mehr gottlose Gesetze kommen und dass dann der Antichrist leichtes Spiel haben wird. Das ist das Aufhaltende. Und das wird jetzt auch schon weggetan. Meine bescheidene Sicht. Aber Heiliger Geist, natürlich auch die Gemeinde hält es noch auf, aber Heiliger Geist wird immer da sein. Das ist nicht das eigentlich Aufhaltende, denke ich. Ja, wir werden es irgendwann erfahren. Wir wollen auch nicht rechthaberig sein und so in aller Demut, aber einfach da miteinander im Dialog das erörtern. Es bringt der liebe Roger noch ein Argument der Typologie als 16. Punkt. Er schreibt, wie Henoch vor der Sintflut entrückt wurde, 1. Mose 5, 24, Hebräer 11, 5, so wird die Gemeinde vor den weltweiten Gerichten der Offenbarung in den Himmel heimgeholt werden. So wie Noah und seine Familie, und da schreibt er jetzt, die Vorfahren von Israel und allen Nationen durch die Flut hindurchgehen mussten, so wird der Überrest aus Israel und allen Nationen durch die große Drangsal hindurchgehen. Offenbarung 7. Da schreibe ich, lieber Roger, was gilt denn jetzt für uns, das Schicksal von Henoch oder das von Noah? Beide waren Nachkommen Adams und man kann sie nicht künstlich unter Israel und die Nationen aufteilen. Ja, also ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht, was er da eigentlich damit behauptet, aber okay. Das sind typologische Beispiele.
Ja, jetzt habe ich ein Problem, Zeitproblem. Hätte ja so gern noch durchgemacht. Sollen wir es einfach noch vorlesen? Und durch? Gut, machen wir weiter. Also jetzt wird es aber noch komplizierter ein bisschen. Ihr müsst noch ein bisschen mitdenken, weil jetzt sind drei Argumentationsreihen, drei Dialogpartner beteiligt. Und zwar, jetzt bringt, so wie er die versteht, die Argumente für die Entrückung nach der Drangsal zuerst und dann seine Entgegnung, dann meine Entgegnung. Versteht ihr? Also die Vertreter, die die Entrückung nach der Drangsal behaupten, die werden hier von ihm so zitiert, wie er sie versteht. Sie sagen das vielleicht nicht so genau, wie, aber lesen wir es einfach. Also nach der Drangsal, da wird Folgendes angeführt und von Roger entsprechend beantwortet. Erstens, Matthäus 24. Die Jünger werden angesprochen als die, die in Drangsal überliefert werden, die das Evangelium bis zum Ende verkündigen, die den Gräuel der Verwüstung sehen werden, die unmittelbar vor der großen Drangsal fliehen müssen, die alles von der Erfüllung der Endzeit profitieren sehen werden, Matthäus 24. Also wirklich, die Endzeitrede macht uns sehr deutlich, sehe ich auch so, dass wir das alles noch erleben, zumindest bis die Tage verkürzt werden, bis zu der Stelle, wo wir dann entrückt werden. Und er entgegnet, also Roger schreibt, die Jünger waren vor Pfingsten messiasgläubige Juden und ab Pfingsten messiasgläubige Christen. Glieder des Leibes Christi, 1. Korinther 12, 13. Angehörige der Gemeinde Ekklesia, sie repräsentieren deshalb sowohl die Gläubigen aus Israel als auch die Gläubigen der Gemeinde Ekklesia. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 haben die gesamte Endzeit im Blick, ab der ersten jüdischen Einwanderungswelle 1882 bis zur Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Der Herr richtet sich an die Gläubigen aus der Gemeinde und auch an den Überrest Israels nach der Entrückung. Sie sind alle repräsentiert durch die damaligen Jünger des Herrn. Nur ein Satz als Antwort hier. Lieber Bruder Roger, schreibe ich, hier haben wir wieder die künstliche Trennung zwischen Israel und der Gemeinde. Das kann mich nicht überzeugen. Kurze Antwort. Also es wirkt für mich sehr gekünstelt. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie Karl Hermann das sieht. Also schon sehr gekünstelt, ja. Genau, er bestätigt. Dann das zweite Argument von der Nachentrückungslehre, was Roschi als Vorentrückungsvertreter dann beantwortet und ich dann als Mittelentrückungsvertreter, oder nicht Mitte, aber während. Zweites Argument, Matthäus 24, 31. Nach der großen Drangsal werden die Auserwählten mit einer großen Posaune versammelt werden, gleich Entrückung. Also da wird gesagt praktisch, am Ende ist einfach die Wiederkunft Jesu und die Posaune und dann wird man entrückt und fertig. Da gibt's nichts vorher und nichts während, sondern einfach am Schluss. Ich kenne auch Vertreter dieser Lehre, haben auch ihre guten Argumente. Ja. Roger schreibt dazu, gemäß Jesaja 27, Vers 12 bis 13 wird Gott mit einer großen Posaune, hebräisch Schofar, die Auserwählten Israels, man höre, nach Jerusalem versammeln, nicht in den Himmel. Das ist nicht die Entrückung der Gemeinde. Ich habe mal die Stelle gelesen, Jesaja 27, 12 bis 13, was das eigentlich hergibt für diese Argumentation. Bin wirklich überrascht. Ich habe den Eindruck, man sucht überall, bis man findet. Jesaja 27, 12 bis 13. Was steht da? Jesaja. Da steht, und es wird geschehen an jedem Tag, dass der Herr ein Dreschen veranstalten wird von den Fluten des Euphratstromes bis an den Bach Ägyptens und ihr sollt gesammelt werden, ihr Kinder Israels, eins ums andere. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen werden, da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Aber ich frage mich, was hat das jetzt mit der Entrückung und mit der letzten Posaune zu tun? Das ist ein Schofarhorn, das geblasen wurde damals, zur Zeit des Jesaja oder danach, was prophezeit wurde. Also auch sehr weit hergeholt, finde ich. Ja. Deshalb schreibe ich, Vorsicht, es gibt viele Posaunen in der Bibel und man darf sie nicht verwechseln oder vermischen oder in einen Topf werfen. Macht er ja auch nicht, aber er holt dann hier eine Posaune, die das Argument entkräften soll mit dieser großen Posaune. Dann weiter, drittes Argument, Lukas 17, 34 bis 37, Matthäus 24, 37 bis 41. Die Nachentrückung lehrt, bei der Wiederkunft des Messias wird einer genommen und einer gelassen werden. Das entspricht der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Er schreibt dann Roger dagegen als Entgegnung, einer wird durch das Gericht weggerafft, einer bleibt für das wunderbare Reich auf Erden. Lukas 17, 37, die Geier nehmen das Aas, verlorene Menschen weg. Das, was lebt, lassen sie zurück. Parallele zu Noah, Lukas 21, 27, die Verlorenen wurden weggerafft, die in der Arche blieben auf Erden.
Parallele zu Lot, Lukas 21, 29. Die Verlorenen wurden weggerafft, Lot und seine Töchter blieben übrig auf Erden. Ich sage dazu, also ich, Lothar Gassmann, besonders wenn man es hört, noch unterscheiden kann, hier ist von keinem bestimmten Entrückungszeitpunkt die Rede, sondern es sind allgemeine Aussagen über die Entrückung in der Heiligen Schrift. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, da müsst ihr nochmal aufwachen. Vierter Punkt. Also die Nachentrückungslehre sagt, die Entrückung findet bei der letzten Posaune statt. 1. Korinther 15, 32. Haben wir gehört, zur Zeit der letzten Posaune, habe ich am Anfang schon gelesen. Das heißt, zur Zeit der großen Posaune am Ende der Drangsal, Matthäus 24, 31. Das wird von der Nachentrückung tatsächlich identifiziert. Da wird die letzte Posaune mit der großen Posaune, Matthäus 24, identifiziert. Aber auch von der Entrückung während der Drangsal. Ich vertrete, ist diese letzte Posaune ein ganz wichtiger Punkt. Das werde ich gleich erklären. Und jetzt, anstatt das anzunehmen, dass die letzte Posaune die siebte Posaune in der Offenbarung sein könnte, wie ich das jetzt zum Beispiel verstehe, schreibt Rocher ein Argument aus der römischen Geschichte dagegen. Er sagt, Entgegnung, die letzte Posaune war ein Begriff der römischen Armee. Polybios Historia 44. Erste Posaune, Zelte abbrechen, alles zusammenpacken. Zweite Posaune, Lasttiere mit Gepäck beladen. Dritte Posaune, letzte Posaune, Aufbruch. Das Heerlager setzt sich in Bewegung. Letzte Posaune, das Signal zum Aufbruch der Gemeinde. Das hat nichts mit der großen Posaune in Matthäus 24, 31 zu tun. Weitere militärische Ausdrücke mit gebietendem Zuruf, 1. Korinther 4,16, Abteilung, 1. Korinther 15, 23. Die Posaune von Matthäus 24, 31 und Jesaja 27, 12 bis 13 ist die Posaune zur Versammlung der Auserwählten aus Israel. Soweit Roche Libby. Meine Antwort, lieber Roche, warum greifst du jetzt zu außerbiblischen Belegen, um die siebte Posaune in der Offenbarung zu entkräften? Das ist wenig überzeugend. In Offenbarung 11, Vers 11 bis 18 steht, was er nämlich gar nicht erwähnt hier, die siebte Posaune ist interessant in seinen Argumenten, steht ausdrücklich, dass jetzt der Zeitpunkt ist, da die Heiligen, und zwar aus Israel und den Nationen, ihren Lohn bekommen. Also das Preisgericht nach 1. Korinther 3 erfolgt. Und das wird nach der Entrückung stattfinden. Das ist ein schlagendes Argument für die Entrückung während der großen Drangsal und nicht davor. Das ist jetzt eine ganz wichtige Stelle, deshalb müssen wir jetzt doch noch lesen, Offenbarung 11. Und ich erkläre euch auch, warum ich da auch die Entrückung drin sehe. Auch Karl Hermann weiß ich, ja, durch ihn kam ich ja auch auf diese Stelle. Und das ist, hat mich ja wirklich überzeugt. In Offenbarung 11. Es ist ja ganz einfach. Ich sag's mal so rum. Wenn in 1. Korinther 15, Vers 51, 52 steht, die Entrückung geschieht zur Zeit der letzten Posaune. Da muss man ja fragen, könnte das die siebte Posaune in der Offenbarung sein? Und da muss man einfach nachschauen bei der siebten Posaune in der Offenbarung, ob da irgendwas von Entrückung steht. Wenn da nichts steht, ist erledigt. Dann kann ich mit dem Rocher sagen, das ist eine Heeresposaune aus der römischen Armee oder irgendwie aus Tacitus oder Annalen oder Cicero oder was er da irgendwo sucht. Das ist ja nicht biblisch mehr, merkt ihr das? Wird irgendwie aus der römischen Geschichte plötzlich argumentiert. Oder irgendwie eine Posaune in Israel, ein Schofarhorn. Aber es ist die Frage, steht in der siebten Posaune, Offenbarung 11, irgendetwas von Entrückung. Ich habe es eigentlich schon gesagt, aber jetzt bin ich gespannt, ob ihr es hört. Ihr sagt genau, stopp, wenn die Stelle kommt mit der Entrückung. Bin gespannt, ob es jemand merkt. Offenbarung 11, es ist Vers 15 bis Ende. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Da ist schon die Entrückung auch angedeutet. Jetzt geht's aber weiter. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht. Also wie, das ist ja nicht die ganze Gemeinde, ne? Wieder 24, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Völker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen. Hier ist der Zorn, vor dem wir gerettet werden, auch drin, ne? Der Zorn, den wir nicht erleben. Jetzt kommt der Zorn, dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen. Wo bleibt euer Stopp? Hat es jemand kapiert, ja?
und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Ja, da steht jetzt zwar nicht das Wort Entrückung, aber da steht, dass jetzt Zeitpunkt, die Zeit gekommen ist, wo die Propheten, die Knechte und die Heiligen, das ist die Gemeinde, ihren Lohn bekommt. Und das heißt, sie kommt ins Preisgericht, 1. Korinther 3, und dafür muss sie jetzt entrückt werden. Ist doch logisch, oder? Immer noch nicht verstanden? Wer hat's verstanden? Sag mal. Okay, doch einige. Andere sind irgendwie total anders gelehrt. Ich habe schon erlebt, keiner hat's gemerkt, und da steht, jetzt ist die Zeit, wo der Zorn ergeht, wir kommen nicht in den Zorn, und wo aber auch die Heiligen ihren Lohn bekommen. Jetzt werden sie ihn weggenommen und kommen ins Preisgericht und dürfen beim Herrn sein, ja? Jetzt. Bei dieser 7. Posaune, letzte Posaune, so einfach ist es im Prinzip. Aber da muss man irgendwelche Heeresposaunen holen. Und was ich das Schlimmste finde, da muss ich jetzt wirklich Kritik üben am Leben Roche, auch am Norbert Lied und anderen, die sagen dann plötzlich, ja, aber der Apostel Paulus konnte noch gar nichts wissen von der 7. Posaune. Das hat doch erst Johannes 40 Jahre später geschrieben. Ja, hoppla. Und da will man Prophetie so begeistert lehren und vertreten. Wir denken prophetisch. Und jetzt plötzlich denkt man bibelkritisch. Also da geht man, da an dem Punkt ist mir wirklich der Hut hochgegangen. Weil das geht gar nicht. Das ist man jetzt plötzlich bei den Bibelkritikern und sagt, Paulus konnte noch nichts von Johannes wissen. Ja, Gott weiß doch das, was die letzte und die 7. Posaune ist. Und hat Johannes offenbart im Detail, was Paulus schon im Groben erkannt hat. Versteht ihr? Das ist alles der gleiche Geist. Wenn man so argumentiert, dass Paulus noch nichts von Johannes wissen konnte, in 1. Korinther 15 und Johannes 11, Offenbarung 11, dann kann man auch sagen, ja, da konnte Jesaja ja auch nichts von Jesus wissen. Und auch der König David im Psalm 22, im Passionspsalm, konnte auch noch nichts von Jesu Kreuzigung wissen, 1000 Jahre vorher. Versteht ihr, was das plötzlich die Preisgabe der Prophetie ist? Das ist ja, also da muss ich mich wirklich mal aufregen an dem Punkt. Das habe ich ihm auch deutlich geschrieben. Also das geht gar nicht. Wenn man schon argumentiert, dann biblisch, aber nicht bibelkritisch. Ja, und das ist jetzt auch der 5. Punkt, Seite 6, 5. Punkt. Die Entrückung findet am Tag des Christus, 2. Thessalonicher 2, 3, Tag des Herrn statt, das heißt nach dem Auftreten des Antichristen, so die Nachentrückungslehre. Dann schreibt Roger, der Tag des Christus, Tag des Messias, bezeichnet die große Drangsal und das Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit. Das wird erst nach dem Kommen des Antichristen stattfinden. Aber die Entrückung findet nicht am Tag des Christus statt und so weiter. Aber darauf bin ich schon eingegangen mit dem Aufhaltenden und so, das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Dann bringt er noch, das fasse ich jetzt nur zusammen, ihr könnt es heute Nacht noch in Ruhe lesen, die Nachentrückung würde behaupten, die Wiederkunft Christi bei der Entrückung, bei seinem Kommen als Richter, wird mit demselben Wort bezeichnet, Parousia. Es handelt sich um dasselbe Ereignis. Er hat drei Entgegnungen. Das übergehen wir jetzt alles. Ich werde es auch so dann als Text reinstellen, da kann es jeder lesen, die Argumente. Das ist jetzt kein so wichtiges Argument. Aber der Punkt 7, den finde ich auch nochmal interessant. Wenn der Heilige Geist bei der Entrückung weggehen würde, könnte danach niemand mehr errettet werden, sagt die Lehre der Nachentrückung. Und sage ich auch, ja, mit der Entrückung während der Drangsal. Roche meint dazu, der Heilige Geist wohnt seit Pfingsten auf der Erde in der Gemeinde. Dennoch konnten sich auch im Alten Testament Menschen bekehren, auch in Zeiten, als er nicht auf der Erde wohnte. Der Heilige Geist ist stets allgegenwärtig. Er ist Gott. Wohnen bedeutet, dass er sich am Wohnort in ganz besonderer Weise offenbart. Auch in der Zeit nach der Entrückung ist er in seiner siebenfachen Fülle nach Jesaja 11, 2 ausdrücklich über die ganze Erde gesandt, Offenbarung 5, Vers 6. Meine Antwort, lieber Bruder, das ist ein sehr seltsames und in sich widersprüchliches Argument. Fest steht, der Heilige Geist wird immer auf der Erde sein, auch noch nach der Entrückung und zwar durch Neubekehrungen. Also man unterscheidet ja, ob er wohnt oder drauf ruht oder irgendwie drüber schwebt oder ich weiß nicht, was Sie da für Lehren entwickelt haben. Entweder ist der Heilige Geist da oder er ist nicht da. Du kannst es nicht irgendwie quantifizieren oder relativieren. Der Heilige Geist ist nämlich eine Person und keine Kraft oder die man irgendwie quantifiziert. Ich denke, das vertritt er auch nicht, aber trotzdem ist es seltsam mit diesem Wohnen und wieder weggehen und hin und her. Ja, er wird immer da sein, auch noch nach der Entrückung. Und dann Offenbarung 20, Vers 4. Folgender spricht über die erste Entrückung zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Spricht über die erste Auferstehung. Zu Beginn des tausendjährigen Reiches bei der Entrückung werden die Toten auferstehen. Also muss die Entrückung nach der Drangsal stattfinden, so die Nachentrückungslehre.
Dann schreibt Roche, es heißt in Offenbarung 20,4 folgender nicht, dass alle Toten auferstehen werden. Es wird hier nur von denen, die in der Zeit der Gerichte verfolgt werden, gesprochen. Da bringt er vier Phasen der Auferstehung. Meine Antwort darauf, lieber Roche, in Offenbarung 20,4 und 5 sind die Märtyrer, insbesondere der Trübsalzeit, gemeint. Das zeigt, dass in der Trübsalzeit noch Gläubige auf der Erde sein werden. Vergleiche Offenbarung 7, Vers 14, die bewahrt wurden aus der Trübsal, steht ja da, haben wir gehört, ja, die gekommen sind aus der Trübsal und nicht vor der Trübsal weggenommen. Auch da wieder, und ein starkes Argument ist das gegen die Vorentrückung. Und jetzt sind wir letzten großen Punkt noch, Argumente für die Entrückung in der Mitte der Drangsal und ihre Widerlegung. Hier wiederholt sich jetzt vieles, was ich schon erklärt habe, das ist ja auch meine Sicht. Der erste Punkt, die Siegelgerichte und die sechs Posaunengerichte sind Gerichte durch die Menschen. Ab der siebten Posaune kommt der Zorn Gottes. Siebte Posaune, letzte Posaune. Also das habe ich noch nie behauptet oder ähnliche Vertreter, dass die Siegelgerichte, dass Gerichte durch die Menschen seien. Völlig absurd. Natürlich lässt Gott auch das zu. Deshalb verstehe ich gar nicht, was hier behauptet wird. Also da wird uns eine Aussage unterstellt, die wir nicht getan haben, ja, diese Mittelentrückungs- oder Währendentrückungsposition. Und so schreibt Roche zu Recht, auch die Siegelgerichte sind Gottes Gerichte, ist gar keine Frage, natürlich. Und meine Antwort, lieber Roche, achso, er sagt ja noch ein wichtiges Argument, diese falsche Meinung zerstört die tägliche bedingungslose Erwartung des Kommens des Herrn, ja, wenn man diese Vorentrückung nicht vertritt. Meine Antwort, das ist vielleicht für euch wichtig, der vielleicht auch dieser Lehre anhängt. Lieber Roche, ich erwarte den Herrn auch jederzeit. Natürlich, ich sage nicht, dass das alles noch geschehen muss. Auch jederzeit, denn wir wissen ja nicht, wie weit wir in der Drangsal, zum Beispiel Siegelgerichte, schon drin sind. Mit Bewahrung vor dem Zorn können auch namentlich die Zornschalengerichte gemeint sein, denn der Gemeinde Jesu wurden noch nie Leid und Gerichte erspart. Die Zornschalengerichte jedoch werden so schrecklich sein, dass Gott seine Gemeinde vorher hinwegnimmt. Dann bringt er noch die siebte Posaune als Geheimnis, verschiedene Geheimnisse. Ich sage ihm dann, ja, die Entrückung ist eines dieser Geheimnisse und zwar ein sehr großes, was auch unser Dialog zeigt. Ist ja klar. Wenn es alles so einfach wäre, gäbe es nicht so viele Diskussionen. Davon abgesehen stimme ich deinen Aussagen in diesem Abschnitt Römisch 3 Absatz 2 zu. Dann verstehe ich auch nicht das Argument gegen meine Position, also, beziehungsweise ich würde behaupten, beziehungsweise die Mittelentrückung oder Währendentrückung, die Entrückung der zwei Zeugen, Offenbarung 11, Vers 12, symbolisiert die Entrückung der Gemeinde. Ich denke nur, dass das irgendwie im Zusammenhang zeitlich hier genannt wird in Offenbarung 11, aber das ist was anderes als die Entrückung der Gemeinde, die zwei Zeugen. Wie Roche zu Recht entgegnet, die zwei Zeugen sind zwei Männer, die 1260 Tage predigen werden, dann werden sie in Jerusalem getötet, in 3,5 Tagen auferstehen und entrückt werden. Dann schreibt er auch, ihr Zeugnis wird von Gericht geprägt sein, nicht von Gnade und so weiter. Meine Antwort, kommen auf die letzte Seite, Einspruch. Nicht die zwei Zeugen symbolisieren die Entrückung der Gemeinde, sondern die siebte Posaune, die ebenfalls in Offenbarung 11 beschrieben wird. Bringt die Entrückung klar zum Ausdruck, indem dort gesagt wird, dass jetzt die Heiligen ihren Lohn bekommen. Dann kommt noch eine Stelle, aber die sagt an sich nichts zur Entrückung, Offenbarung 14, 14 bis 16 können wir übergehen. Und dann kommt, was ich an sich auch schon widerlegt habe, also die Mittelentrückung oder Währendentrückungslehre würde vertreten, Offenbarung 3, Vers 10, Terio Ek, Offenbarung 3, 10 bedeutet bewahren aus. Die Gemeinde muss in die Stunde der Versuchung hinein und wird aus ihr heraus entrückt werden. Und dann schreibt Roche, Eck hat ein breites Bedeutungsfeld, vor, aus, von, an, außerhalb, seit, über, weg, von, etc. Die Übersetzung, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, ergibt sich unter anderem durch Vergleich mit Apo. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10, Jesus, der uns errettet, vor dem kommenden Zorn. Ich habe aber nachgeschlagen, da steht in besten Übersetzungen nicht vor, sondern von dem kommenden Zorn. Also ein Buchstabe anders, der schon ganz wichtig ist. Also nicht vorzeitlich, sondern von dem Zorn. Und Römer 5, 9 bis 10, wir werden durch ihn gerettet werden vor dem Zorn. Aber in Römer 5, 9 bis 10 ist meines Erachtens die ewige Verdammnis gemeint, nicht irgendwelche Gerichtsreihen Gottes. Ja, darüber redet keiner mehr. Der Zorn ist ja an sich die ewige Verdammnis, die den Menschen in die Verlorenheit bringt. Er schreibt noch, der Ausdruck der Zorn bezeichnet die Gerichtszeit der Offenbarung. Die Errettung geschieht durch das direkte Eingreifen des Herrn Jesus, als der Lebendige, der aus dem Himmel kommen wird.
Dann schreibe ich nochmal, ich habe es ja schon erklärt vorhin, lieber Roger, wieso steht dann in Offenbarung 3, Vers 10, also im Sendschreiben an Philadelphia, nicht apo oder pro, könnte ja stehen, wenn es so klar wäre, vorher, ja, sondern ek, da steht aus heraus, es ist halt falsch übersetzt in meisten Übersetzungen, wenn da übersetzt wird, ich werde euch bewahren vor der Stunde der Versuchung, da steht wörtlich aus heraus, ek, und nicht apo oder pro im Griechischen. Ich habe auch die neue Bibelübersetzung, diese Fotoler Bibel, Jeremia Verlag, den Übersetzer angeschrieben, der hat auch vorgeschrieben, der will es ändern, hat darüber nachgedacht und wird es schreiben in der neuen Ausgabe, während der Stunde der Versuchung werde ich dich bewahren, nicht vor, ja, während. Dieses Eck bringt also dieses während der Stunde bestens zum Ausdruck, daraus heraus werden wir entrückt, wenn die Versuchung schon da ist. Nochmals, wenn die Not am größten ist, die Hilfe am nächsten. Ja, bin gespannt auf die Antwort vom Roger Libby. Im Ergebnis sind wir aber im Grunde gleich, mit einer Ausnahme. Wir erwarten beide die Entrückung jederzeit. Der eine, weil er sagt, es steht vorher, der andere, ich, weil ich sage, wir sind vielleicht schon drin und es kann auch jederzeit geschehen. Also von daher bin ich auch heute bereit zur Entrückung, also versteht mich nicht falsch. Ich bin jetzt keiner, der sagt, dass das und das alles noch gebaut oder gemacht werden muss. Das überinterpretiert die Bibel auch. Aber ich kann eben auch aus den Bibelstellen, die da angeführt werden, beim besten Willen, diese Vorentrückungslehre auch nicht herauslesen. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahrzehnten mit dieser Thematik, habe auch viele Bücher darüber geschrieben, werde gleich noch ein paar Hinweise geben. Aber ja, es ist einfach sehr, sehr gezwungen, dieses da hineinzudeuten. Und warum ich jetzt diesen Vortrag überhaupt gehalten habe, mag sich mancher fragen, nicht um den Roger Libby anzugreifen, überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir auch als Gemeinde nicht nur für die Entrückung bereit sind, sondern auch für die Verfolgung. Das möchte ich nochmal klarstellen. Denn wenn wir diese Vorentrückungslehre glauben und verbreiten, was ja leider auch im Internet massenhaft geschieht zurzeit, dann wird auch immer wieder so mitschwingen oder auch deutlich gesagt, ja, ist ja wunderbar, dass wir das alles nicht mehr erleben müssen. Weder den Antichristen noch das Mahlzeichen, noch irgendwelche Kriege und Erdbeben und Katastrophen und Siegelgerichte und Posaunen. Versteht ihr? Und dabei, was haben wir denn jetzt schon für Sachen, nicht? Mit Seuchen und Katastrophen und Erdbeben und alles. Ich meine, die Brüder werden es auch sagen, dass es das schon immer gab und so. Aber die letzte Stufe mit Antichrist, da wird dann so eine Art Beruhigungspille gegeben oder Schlaftablette. Und das möchte ich nicht mitmachen. Mein Name ist nicht ohne Grund Gassmann. Gassmann kommt von Gassenmann, Nachtwächter. Das ist der Alarm ruft, wenn Feuer brennt. Ja, das ist wirklich bedeutend. Und Lothar ist der Reformator. Also mein Name, interessant, die Eltern wussten das nicht, aber den haben so ausgesucht. Und deshalb, aber nicht wegen dem Namen jetzt, sondern weil ich einfach von der Bibel her die Notwendigkeit sehe, dass wir wachsam sind. Denn der Herr Jesus sagt, ihr sollt wachsam sein, nüchtern wachsam. Bereit für die Entrückung, aber auch bereit für die Bedrängnis und Verfolgung. Für beides. Ich denke, dann machen wir nichts falsch. Und so wollen wir auch jetzt Amen sagen und beten. Ich möchte bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber Heiland, es ist ein schwieriges Thema und es sind viele Stellen da nicht so klar wie bei anderen Fragen, Herr. Und so wollen wir auch barmherzig sein miteinander in dieser ganzen Dialog oder Diskussion über die Entrückungsfrage. Segne auch den Bruder Roger, segne auch die anderen Brüder, die so denken wie er, dass wir alle von deinem Wort her immer wieder prüfen, was wir lehren, auch ich, Herr, und erkennen, was dein Wort wirklich sagt, Herr. Lass uns in Demut und Liebe miteinander reden und das lehren, vielleicht auch in einer Live-Diskussion, schenkt doch, dass diese Möglichkeit sich auch mal ergibt, Herr. Und dass einfach die Gemeinde zugerüstet wird und bewahrt wird. Und Herr, schenkt, dass wir als Christen bereit sind, dir zu begegnen jederzeit, aber dass wir uns auch nicht verführen lassen durch die antichristlichen Mächte. Dazu machst du uns stark, auch durch diese Konferenz, Herr. Amen. Amen.